Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elendum, zu den Dwarf-News vom Monat Januar. Ja, Januar und vielleicht auch ein klein wenig Februar. Ja, eigentlich nur Januar. Aber so ein kurzes Thema habe ich auch für den Monat Februar. So, mal ein bisschen übers Wasser gefahren hier. Ja, bleibt mal hier vergeigt. Verdammt. Ich muss ja auch die Liste hier vor Augen haben. Ja, bin ich direkt mal Achter. So, heute soll es um ein paar, ja, Let's Play-Themen geben. Also so viel Besonderes gibt es in diesen Dwarf News nicht. Also steht nichts Besonderes an im Januar. Es ist alles noch relativ frisch, also das ganze Jahr ist noch frisch und ja, als erstes möchte ich mal auf das Silvester-Special 2017 zurückblicken, also 2017, 2018, ja sozusagen, und ja, da gab es, lass mich lügen, 4 Videos. Zähl mal kurz durch, ein kleines Infovideo, das zählt nicht wirklich mit, ja, kann man halt irgendwie mit dazu wählen, aber mit dazu zählen, nicht wählen, zählen. Dann ein Part Pokémon Ultramod, also sozusagen das letzte Let's Play des Jahres, und dann ein Part Tomodachi Life mit der Emma Watson, die neu auf die Insel gezogen ist, Yami zumindest. Dann ein großes Silvester-Special, ein Silvester-Talk mit Preisverleihung. Was schon vorbei, die Runde? Ach du Schande. Kam mir so kurz vor. Und ja, dann noch im neuen Jahr, dann zwar erst um 14 Uhr, aber es zählt noch mit dazu zum Silvester-Special. Ein neues Projekt, der erste Part von Mario 64. Ja. Ich würde mal sagen, ist ganz gelungen, das Silvester-Special, und kam auch, soweit ich es blicken kann, ganz gut bei euch an. Also es hat sich keiner beschwert. Die Preise für den Güldenen Gartenzwerg 2017 wurden vergeben. Dazu schaut am besten im Silvester-Talk vorbei. Eine Stunde und 40 Minuten lang habe ich über das vergangene Jahr geredet. Vorher habe ich noch eine kleine Preisverleihung eben dieses Güldenen Gartenzwergs und des Kackbraunen Gartenzwergs gemacht. Und ja, dann wurden die Preise verliehen quasi. Und das werde ich eventuell auch nächstes Jahr wieder machen. Mal gucken, wie ich das nächste, dieses Jahr mache. Ich bin mit Gedanken noch 2017. Dieses Jahr werde ich das wieder machen. Ja, kommen wir zu den Themen. Ich habe schon eine ganze Route hier vermasselt hier mit den Rückblicken. Ein Rückblick, so dass er jetzt nicht werden, das soll ein Vorblick werden, ein Ausblick auf den Januar. Der Januar wird, ist jetzt schon zur Hälfte vorbei, aber ja, ist ja auch ein bisschen mit Februar drin. Ja. Pokémon Ultramond. Das Projekt ist gerade am Laufen und wird es auch weiter sein. Wir sind ja jetzt gut fast bei der Hälfte, würde ich sagen. Also ja, komm, ein bisschen vor der Hälfte. Wir sind gerade bei der Myla-Insel-Herausforderung und machen gerade die zweite Insel zu Ende. Akala. Das wird noch ein Weilchen dauern. Das werde ich jetzt auch nach der Winterpause, wenn die Winterpause dann jetzt ab dem 14. Januar jetzt wieder, also wenn ihr das Video seht, ab heute wieder beendet ist. Also ab morgen kommt es dann wieder regelmäßig Videos. Da werde ich dann täglich ein paar Pokémon Ultramond bringen. Oder halt zwischendurch mal vielleicht mal einen anderen Part, aber das häufigste, was so in der nächsten Zeit auf meinem Kanal online kommt, ist Pokémon Ultramond. Das wird so wie im letzten Jahr erhalten bleiben. Im letzten Jahr, im Dezember habe ich auch schon, nein, im November
im Dezember kam hauptsächlich Adventskalender, aber im November habe ich täglich Pokémon Ultramond gemacht. Mario 64, das ich beim Silvester-Special quasi am 1.1. um 14 Uhr begonnen habe. Nicht nur quasi, sondern ich habe es am 1.1. um 14 Uhr begonnen. Wird jetzt auch fortgesetzt. Steht natürlich dann in Pokémon Ultramond hinten an. Und darf sich hinten anstellen und wird dann sozusagen am zweithäufigsten sozusagen quasi gespielt. Ich immer mit einem quasi. Es ist nicht quasi, es ist wirklich so. Oh, ein blauer Panzer. Und ja, so war es das. Also, dann habe ich am 6.1.2018 jetzt eine kleine, kurze, nicht ganz so ernst gemeinte Let's Play-Reihe begonnen, die da heißt Hello Kitty Happy Happy Family. Das wird ja schon sehr voraussehbar an die 6 Parts haben. Also viel mehr als 6 Parts wird es da nicht geben. Eventuell gibt es noch einen 7. Aber also mit 6 Parts wird sich das eigentlich geregelt haben. Das werde ich jetzt zu Ende bringen. Das habe ich vor, zu Ende zu bringen. Das bleibt nicht nur beim ersten Part. Es ist ein ziemlich, ich würde es als schlechtes Projekt anordnen, weil das Spiel ist ja gruselig. Ja, sehr schrecklich ist das Let's Play. Aber ja, wir werden es auch mal zu Ende bringen und es wird genauso behandelt wie das andere Let's Play Projekt und wird genauso eine Wertung bekommen und ja, die wird sich dann dementsprechend gewaschen haben. Also es ist lustig, also es ist bestimmt lustig zuzugucken, wie ich mich da aufrege in den Parts. Also im ersten Part, da war schon einiges los, da durften wir uns schon ordentlich nerven lassen, also schaut unbedingt mal rein. Ja, schöne Sache. Mario 3D Land wird natürlich auch weiterlaufen. Steht bloß jetzt ganz, ganz hinten an. Also, was heißt ganz hinten an? Steht nicht ganz hinten dran an. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, erstmal wird Pokémon Ultramond jetzt hier wirklich beendet. Also, wird's da jetzt wirklich täglich Videos bringen und das Projekt jetzt wirklich durchhauen. Und wenn halt Pokémon Ultramond vorbei ist, kann sich um andere Projekte gekümmert werden. Und wenn Pokémon Ultramond zu Ende ist, dann wird sich dann um Mario 64, ja, das auch gekümmert, aber um Mario 3D Land gekümmert. Das will nämlich auch mal zu Ende gebracht werden. Wir sind schon in den Special-Welten und das dauert auch schon seit 2017 an, nein, nicht 2017, ist am 2017 begonnen worden. Am 1.1.2016 habe ich noch gar nichts gemacht. Ich habe erst im Februar angefangen, Let's Plays zu bringen. Daher, ja. Es ist sozusagen über das ganze Jahr 2017 gelaufen und nicht beendet worden. Es wird Zeit, dass wir das beenden. Genauso Luigi's Mansion 2. Nein, nicht genauso Luigi's Mansion 2. Das war was anderes. Genauso Tomodachi Life. Ich bin ein bisschen durch den Wind heute. Ja, Tomodachi Life, das läuft noch schon viel länger. Das ist also, das läuft schon wirklich noch seit 2016. Das ist wirklich noch ein Projekt aus meiner Anfangszeit. Das ist wirklich, ich glaube, April 2016. Kurz nachdem ich mit YouTube angefangen habe, habe ich das Projekt begonnen. Also es ist wirklich intensiv. Ich bin erst bei Part knapp 50. Ich glaube, der nächste Part dürfte Part 50 werden. Also die Hälfte habe ich jetzt schon geschafft in 2 Jahren. Und da werde ich 2018, ich bin ja wirklich im Gedanken noch bei 2017, ihr merkt, ich werde 2018 wirklich gucken, dass ich das zu Ende kriege. Also da werde ich auch ordentlich, also Mario 3D Land und Tomodachi Life habe ich im Auge, das wird. Aber hallo, das wird jetzt hier durchgerasselt. Also wenn Pokémon Ultramod zu Ende ist, werdet ihr vor allem Tomodachi Life bis zum Erbrechen kriegen. Das wird einfach jetzt mal zu Ende geführt werden.
ich will 2018 in meinem Silvester-Special sagen können, Tomodachi Life wurde beendet. Und zwar sowas von. Also das als allererstes. Mario 3D Land wird auch dieses Jahr beendet. Aber Tomodachi Life, das verspreche ich euch, dass das 2018 beendet wird. Wann das beendet wird, in welchem Monat, weiß ich nicht, aber ich werde mich da reinschmeißen, dass, also ich will nicht mehr Zwergenfürst LP heißen, wenn das Ding nicht dieses Jahr beendet wird. Luigi's Mansion 2. Wir sind gerade auf Luigi's Piste, passt ganz gut. Ja, ich sag das gleiche wie bei den Projekten Mario 64 und Mario 3D Land. Es steht hinten an. Es wird auch fortgesetzt, aber ja, ihr habt so ein bisschen, ich mache keine Rangliste, aber habt ihr so ein kleines bisschen Rangliste, dass halt Tomodachi Life jetzt wirklich als zweites kommt nach Pokémon Ultramond und dann Mario 3D Land als drittes kommt und ist natürlich keine Rangliste, es kommen dann halt auch andere Sachen, die halt dazwischen auch gehauen werden, die halt dürfen, also darf alles so zwischendurch, aber ich würde sagen, so Luigi's Mansion 2 ist dann so auf Platz 3 oder 4. Quatsch, auf Platz 4 oder 5, 8, ich werde zerstreut. Platz 3 ist dann Mario 3D Land. Ja, so sieht's aus. Kommen wir zu den, ja, Let's Play outgesourcten Projekten, sag ich mal so. Den Projekten, die mit Gaming jetzt nicht so viel am Hut haben. Bah, übler Versprecher. Ja, in der Winterpause, die nun ja beendet wurde, offiziell, am 14.01. habe ich feststellen dürfen, wie sehr ich doch, nun ja, ich drücke es mal so aus, die Zeit für mich vermisse. Also die Zeit, in der ich mal, ach du Kacke, ja, in der Zeit, wo ich mal ach du Kacke sagen kann, die Zeit, in der ich mich mal einfach an freien Tagen zurücklehnen kann und die Zeit genießen kann, mich am Wochenende mal entspannen kann oder halt irgendwie im Urlaub mal mich zurücklehnen kann, mal Filme gucken, mal Serien im Fernsehen gucken und das, was ich halt früher mal so gerne gemacht habe. Ich bin ein großer Filmfan. Aber ich komme in den letzten Jahren, in den letzten 2 Jahren, wo ich jetzt im Februar 2016 mit YouTube angefangen habe, ich komme seitdem nicht mehr dazu, wirklich Filme zu gucken, mir halt wirklich eine DVD einzulegen und halt einmal in aller Ruhe, wie ist der Film, den ich das letzte Mal geguckt habe, das zum letzten geguckt habe, Interstellar habe ich jetzt geguckt, habe jetzt die Winterpause dazu genutzt, Interstellar kennenzulernen, großartiger Film, habe jetzt ein paar Filme geguckt, habe jetzt mir ein paar reingezogen, wo ich es in der Winterpause mal kann, und das soll jetzt nicht nur in der Sommer- und in der Winterpause so sein, sondern kommen wir mal zum Punkt. Ich habe mich entschlossen, ich habe es auch schon auf Twitter gesagt, ich habe es auch schon auf Twitter gepostet, verkündet, getweetet. Es wird jetzt immer in der Woche einen Ruhetag geben. Das heißt, die Woche wird auf Zwergenfürst LP jetzt nicht mehr aus 7 Tagen bestehen. Also es wird nicht mehr 7 Tage die Woche neue Projekte, neue Videos geben, sondern es wird einen Tag in der Woche geben, an dem ich mal YouTube gut sein lasse und mal mich entspanne und kein Video produziere. Ich produziere die Videos ja mal tagesaktuell und also bis auf jetzt, also das Video habe ich schon vor ein paar Tagen gedreht, also die Draft-Videos, die sind schon ein bisschen älter. Ja, schon vor Tagen gedreht, aber sonst kommt immer so als tagesaktuell. Das heißt, der Sonntag, den habe ich mir jetzt dafür ausgesucht, der Sonntag wird frei von Uploads sein bei mir.
Da kommt dann kein Video online. Da nehme ich mir dann immer Zeit, mal bis Mittag auszuschlafen, mal erst um 15 Uhr zum Mittag zu essen, 13 Uhr Frühstück zu essen. Ja, so ist das, wenn man bis Mittag schläft. Und dann halt wirklich mal den Tag genießen, halt irgendwie mal auch mal nichts machen zu dürfen, halt ja, rumzuhängen und ja, die Sonne zu genießen, sofern sie denn da ist. Und halt auch mal Filme zu gucken, Serien zu gucken. Ich hab's so vermisst. Ich find's so schade, dass ich halt auch am Wochenende in den freien Zeiten keine Sekunde dafür finde. Ja. Ich sag's mal so. Es gibt... Ja, ich wiederhole mich immer. Ich sag das viel zu oft. Ich nerv euch bestimmt auch schon mit dieser Rede. Es gibt auf meinem Kanal mittlerweile über 900 Videos. Da gibt es bestimmt für euch ein Video, das ihr noch nicht geguckt habt, wo ihr noch nicht so drin seid, was ihr noch nicht auswendig könnt. Also ich bin mir todsicher, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ihr meinen Kanal so gerne mögt, dass ihr Tag ein, Tag aus, 24/7 meine Videos guckt und wirklich mindestens schon 830 von denen auch schon synchronisieren könnt und da wirklich von Herzen mit dabei seid und wirklich das unterstützt und auch dabei seid und wirklich meinen Kanal eigentlich besser kennt als ich. Aber ich denke, auch für euch wird es da irgendwo in einer dunklen Ecke ein Video sein, was ihr noch nicht geguckt habt. Also, auch dass das Ganze hier hobbymäßig ist, glaube ich, ist das alles legal und legitim, um es in Anglizismen zu sagen, ist ganz legit, dass man sich frei nehmen kann und mal so ein bisschen, ja, abschalten und runterkommen kann. Ich werde auch versuchen, demnächst mal ein paar mehr Z-Logs zu bringen. Ja, ich weiß, das habe ich quasi in jedem Dwarf-News mal gesagt. Mir gelingt es auch nicht wirklich. Aber ich bin immer bei dem Versuch, also ich bin immer bei dem Versuch gut dran, das zu verwirklichen. Da steht jetzt neuerdings ein Projekt an, also ich habe da so eine Planung, so ein bisschen in Richtung Raumgestaltung, da ich so eine Idee gehabt. Ich habe ja eine breite Bibliothek an, eine breite Videothek an DVDs. Die liegen hier links von mir in einem Bücherregal und stapeln sich dort auch schon daneben. Das sind schon so unendlich viele DVDs. Das ist, ich habe halt wirklich gefühlt jeden Film, den es so gibt, auf DVD hier zu stehen. Das ist halt wirklich eine breite DVD-Sammlung von Forrest Gump über Star Wars zu Harry Potter, Tribute von Panem. Was kann man noch erwähnen? Halt wirklich eigentlich hauptsächlich so Science-Fiction-Fantasy, worauf ich stehe, aber ich habe auch so andere Sachen zu E.T. oder sowas halt so nebenbei, so, ja, okay, E.T. ist Science-Fiction-Fantasy, ich weiß, da habe ich mich jetzt versprochen, habe ich da ein bisschen drauf nicht versprochen, aber ihr wisst, was ich meine, halt auch so Sachen, die halt nicht Herr der Ringe und Star Wars sind, nebenbei noch. Und die würde ich gern mal aus diesem Regal rausholen, weil die sehen da nicht sehr schön aus und sehen auch nicht sehr schön aus, wenn sie daneben stehen. Da ist nicht viel Platz mehr drin. Also und das Regal ist voll und ich musste schon Sachen daneben stellen. Und naja, da würde ich auch jetzt gern was Neues bauen. Da würde ich mir jetzt an die Wand mal, ich beschreibe es mal kurz, so ein kleines Regal bauen, so ein Brettchen irgendwie daran nageln, irgendwie eine Wand. Eine Wand ans Regal nageln, genau so. Und da halt meine DVDs so aufstellen, wie man es halt so kennt, irgendwie, dass halt irgendwie an der Wand steht halt einfach nur so ein Brett mit Nägeln und dann halt
Vielleicht gibt es da auch irgendwo ein Set zu kaufen, irgendwie bei Ikea oder sowas, halt irgendwie so ein Wandregal, wo man halt so eine Ausstellung draus machen kann. Ja, sehen, ich werde das dann als Vlog-Projekt, als Selbstlog-Projekt bringen, wie ich das denn verwirklichen kann. Ich hoffe, das noch in diesem Monat zu machen. Ja, das werdet ihr dann sehen, das werde ich dann im Video nochmal erklären, was ich damit will, was daraus werden soll, und das wird anlaufen, wenn nicht im Januar, dann im Februar, und da werde ich euch auch mal wieder mitnehmen. Das kann man ja so anbieten, das wird ja nicht mit einem Video beendet sein, oder vielleicht doch, mal sehen, vielleicht wird ja eine ganze Reihe draus, eine Raumverschönerungsreihe. Kann man ja gucken, wie es läuft. Werden wir gucken, wie es läuft. Und werden sehen, was uns erreicht. Die Loot-Chest, die neigt sich langsam dem Ende hin entgegen. Und ja. 4 von 6, wenn ich mich nicht irre, 4 von 6 Loot-Chests habe ich schon bekommen. Ich habe ein Halbjahres-Abo quasi bekommen und habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen und erhalte jetzt 6 Loot-Chests. 4 davon habe ich schon gedreht und die Unboxings reden kann ich auch nicht mehr. Das ist gut für einen Let's Player, wenn er nicht mehr reden kann. Aber das kennt er ja mittlerweile von mir, dass ich gegen Ende eines Parts dann immer so ein bisschen Sprachprobleme kriege. Naja. Wie auch immer. Das heißt, es wären noch genau 2 Videos zur Loot-Chest auf meinem Kanal online kommen. Die werden wahrscheinlich dann im Januar und im Februar kommen. Und dann ist dieses Projekt erstmal beendet. Ach, verdammt, mal kurz auf die Liste. Und ich habe keine Verlängerung bestellt, ist mir zu teuer. Als Geschenk ist es schön, aber es wird bei den 6 und die Chest-Unboxings bleiben erstmal. Vielleicht kommt irgendwann später mal, wenn ich genug Geld habe, wenn ich halt irgendwie ja nochmal Spaß dran habe, kommt halt nochmal eine Reihe davon. Und dann mache ich nochmal ein Abo, dann bestelle ich nochmal ein Abo und dann kommt da halt nochmal ein paar Chest-Unboxings. Bis dahin ist aber die Zahl der Videos leider auf das Abo beschränkt. Und da müssen wir uns leider mit zufrieden geben. Eine Sache, die im Februar dann kommen wird, schon ziemlich sicher, ist der Geburtstag von meinem Kanal. Am 27.02.2018 feiere ich jetzt das zweijährige Bestehen von Zwergenfürst LP, von meinem Kanal. Und habe da auch schon was Kleines geplant. Da kommt dann wieder ein Special, das ich auf diesem Kanal bringen werde. Freut euch drauf. Da verrate ich noch nicht zu viel, aber es hat was mit einem alten Projekt auf meinem Kanal zu tun. Mehr sage ich euch jetzt nicht. Da werde ich was wieder aufleben lassen. Da wird quasi eine kleine Erinnerung geweckt werden. Und ja, das ist aber eher Sache des Februar Dwarf News. Ob da eins kommt, weiß ich nicht. Wenn was ansteht, kommt ein Dwarf News. Ja. So viel dazu, das sind erstmal die News vom Januar und so ein bisschen vom Februar. Ich hoffe, ihr seid jetzt spitze informiert und könnt jetzt informiert aus diesem Video gehen. Dann, ja, würde ich mal sagen, beenden wir dieses Video. Ist bestimmt schon mega lang geworden. Ich sage euch, Däumchen nach oben sollte euch dieses Video informiert haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid, ist das garantiert kostenlos, kann man machen, tut nicht weh. Seid ihr jetzt informiert, habt noch einen angenehmen
informierten Tag und gehabt euch wohl und haut vor allem rinne. Bis zum nächsten Dwarf News oder bis zum nächsten Part von irgendeinem anderen Projekt oder bis zum nächsten Video. Haut rinne, ciao, ciao. Adios.